Risiken sieht jeder anders. Sicherheit auch. Gute Unterhaltung bei Chefsache wünscht Ihnen die Dieter Meier Versicherungsmakler GmbH. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, viele erfolgreiche Geschichten von Unternehmen haben ja ihren Ursprung an ganz ungewöhnlichen Orten. Denken Sie beispielsweise an Microsoft. Bill Gates soll in einer Garage angefangen haben oder etwa an Aldi. Hier waren die Ursprünge in einer Bäckereifiliale. Auch hier in der Region gibt es Unternehmen, die mittlerweile zu den Weltmarktführern gehören und auch mal klein angefangen haben. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Das und mehr ist heute das Thema bei Chefsache. Alle großen Unternehmen haben eine Gemeinsamkeit. Sie alle haben klein angefangen. Doch was sind die Gründe für Erfolg oder Scheitern? Studien belegen, dass 50% aller Gründungsvorhaben bereits während der Planung abgebrochen werden. Nur eines von 10 Startups wird richtig erfolgreich. Die häufigsten Probleme am Anfang sind falsche Geschäftspartner oder schlechte Ideen. Eine innovative Idee oder Nischenstrategie, die den Markt zur richtigen Zeit trifft, steigert hingegen die Erfolgsaussichten einer Firma enorm. Wenn die Firmengründer dann noch zielbewusst und mit Weitblick handeln und intensive Marktanalysen betreiben, stehen die Chancen für einen erfolgreichen Start sehr gut. Dann heißt es, sich auch weiter zu hinterfragen, sich weiter zu entwickeln und den Markt im Blick zu behalten. Wer dann noch die zwei wichtigsten Grundregeln befolgt, hat gute Chancen, sich am Markt zu etablieren. Besser vor billig und Umsatz vor Kosten. Trotz allem, viel ist auch einfach Glückssache. Ja, und heute haben wir einen Unternehmer zu Gast hier im Chefsache-Studio, welcher in der Tat alles miteinander verbunden hatte und auch eine ordentliche Portion Glück in seinem Geschäftsleben hatte. Ich begrüße ganz herzlich Albert Weber. Er ist Gründer und Beiratsvorsitzender von Weber Automotive mit Sitz in Markdorf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön, Herr Benzmann. Was viele nicht wissen, Weber steckt in ganz vielen Fahrzeugen drin, sowohl im Lkw-Bereich als auch im Pkw-Bereich. In welchen denn beispielsweise? Gut, dass sich beides fortbewegt, gehört ein Motor und ein Getriebe dazu. Und dafür machen wir die wichtigsten Teile für den Motor und für das Getriebe. Und zu unseren Kunden gehört Daimler, BMW, Porsche, VW. Also es sind sehr namhafte Firmen über dem Atlantik. Ford ist ein bedeutender Kunde, aber jetzt auch wieder Chrysler nach der Krise. Also schon was Rang und Namen hat in der Branche, zählt zu unseren Kunden. Seit 46 Jahren gibt es Ihr Unternehmen. Und das Ungewöhnliche ist, dass die Geschichte angefangen hat in einem Hühnerstall. Da müssen Sie mich mal und die Zuschauer abholen. Gut, da gibt es aber eine Vorgeschichte. Ich habe eine Lehre gemacht in Markdorf bei einem Maschinenbauunternehmen und hatte dort dann als Geselle gearbeitet. Und eines Tages habe ich erfahren, dass mein Chef eine ältere Drehbank verkaufen will. Ich habe ihn gefragt, ob er mir die auch verkauft. Er hat dann gesagt, ja, gerne. Ja. Er wollte nicht, dass er dadurch eine Konkurrenz sich dann nachher schafft, sondern hat mich gefragt, was willst du denn mit der Maschine? Dann habe ich gesagt, ja, bei uns auf der Landwirtschaft, auf unserem Hof, da geht die eine oder andere Maschine geht mal kaputt. Da braucht man dann auch Ersatzteile. Und die Ersatzteile, die würde ich dann gerne selber herstellen, nämlich auf dieser Drehbank. Kein Problem, also kannst du kaufen. Wir haben uns auf einen Preis von 500 D-Mark geeinigt. Was ja schon ein bisschen was war damals, ne? Aber ja, ja gut, aber ja, noch bezahlbar. Aber sag ich mal, das habe ich noch übersehen, dass ich das mit meinem Gesellengehalt dann doch auch bezahlen kann. Mhm. Und danach habe ich ihn aber gebeten, ob ich die Maschine noch ein paar Monate dastehen lassen kann, weil die war schon wirklich in einem technisch schlechten Zustand und ich wollte die einfach überholen. Das Überholen war dann ein bisschen mehr, ich habe sie richtig general überholt und so nach, ich glaube, einem halben Jahr war die Maschine dann wieder tiptop dagestanden und dann habe ich meinen Chef gefragt, so, ich würde die Maschine jetzt am Samstag abholen und bei uns auf den Bauernhof stellen.
ob das jetzt alles so klar geht. Ja, kein Problem. Und dann hat er mich gefragt, ja, was haben wir denn für einen Preis ausgemacht? Das ist doch eigentlich ausgemacht gewesen, ne? Ja, aber offensichtlich hatte er das nicht mehr so richtig im Gedächtnis. Er hatte da nur die schöne Maschine vor Augen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Herr Küppertz, wir haben 500 D-Mark ausgemacht. Das kann nicht sein. Also das kann nicht sein. Die Maschine verkaufe ich nicht unter 2000 D-Mark. Da kannst du machen, was du willst. Die Maschine geht so nicht raus. Dann war ich natürlich extrem verärgert. Ich war damals 19 Jahre alt. Und das haben natürlich auch meine Arbeitskollegen, haben das alles so mitbekommen und haben dann so richtig Pfeffer da reingestreut und haben gesagt, Albert, das kannst du dir nicht gefallen lassen, komm, dem schmeißt du Bettel hin, da hörst du beim Summechef hörst auf, der dir was verspricht und da nicht einhält. Und es gibt genügend Gebrauchtmaschinen, geh zum Maschinenhändler, da kauft ihr eine Maschine. Und da habe ich mich dann wirklich, dieses Anstacheln, das kam dann bei mir an. Ich bin nach Stuttgart gegangen und bin zum Maschinenhändler, einer der größten Maschinenhändler in Süddeutschland, und habe mir mal so an Gebrauchtmaschinen umgeschaut. Jetzt hat es mich wirklich erschreckt, was da für Vorkriegsmodelle rumgestanden sind. Und da wollte der Maschinenhändler, der wollte für ganz, ganz alte Maschinen, wollte der noch 2000 bzw. sogar 4000 D-Mark. Da habe ich gesagt, also mit so einem Schrott, für so viel Geld, das kaufe ich nicht. Da wäre das alle noch ein Geschäft gewesen. Doch, also im Nachhinein muss ich dann sagen, aber es war halt einfach der Urzustand der Maschine und erst durch das Generalüberholen von mir hat sie ja dann an Wert gewonnen. Aber sei es wie es will, und habe ich denen gesagt, also so einen Schrott kaufe ich mir nicht, ob sie nicht was Besseres hätten. Dann habe ich gesagt, naja, wir haben hier eine Vorführmaschine, die könnten wir Ihnen verkaufen, die kriegen Sie zum Sonderpreis, die kostet 16.800 D-Mark. Den Preis habe ich natürlich noch extrem im Kopf. Und da habe ich gesagt, ja, aber da überschätzt er mich jetzt, da bin ich gar nicht in der Lage, das zu kaufen. Ich habe vielleicht, kratze ich 2000 Mark zusammen, aber mehr geht nicht. Da habe ich gesagt, kein Problem, zahlen Sie uns 2000 D-Mark an und dann nachher stellen Sie uns einen Wechsel über den Restbetrag aus, also 14.800 D-Mark, und alle 3 Monate wird dieser Wechsel prolongiert. Sie bezahlen wieder 2000 D-Mark und so zahlen Sie die Maschine nach und nach ab und dann wird sie Ihr Eigentum. Sie müssen nur uns immer wieder einen Wechsel schicken und die 2000 D-Mark dazu. Mhm. Dann habe ich gedacht, naja, das hört sich eigentlich an, wie das funktionieren könnte, auch wenn ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung hatte, was ein Wechsel und wie das da so alles geht. Also sowas macht mir nur im jugendlichen Leichtsinn, habe ich also direkt in Stuttgart den Kaufvertrag unterschrieben, obwohl ich ja noch nicht mal volljährig war. Aber Sie sind ja jetzt heute eine der, ja, kann man durchaus sagen, bedeutendsten Zulieferer für die Fahrzeugbranche, sitzen hier in Markdorf, haben 1000 Mitarbeiter und haben jetzt eine Maschine gekauft. Da waren Sie 19 Jahre alt, aber in der Maschine haben Sie noch keine Kunden. Genau. Wie sind Sie denn dann an Ihre ersten Kunden reingekommen? Ja, also, wenn Sie, ich glaube, es ist in dem Beitrag, im Vorspann kam ja, zielstrebig zu sein. Und ich hatte da vor nichts quasi Angst. Und deshalb bin ich als 19-Jähriger zu der Pforte, Maybach Motorenbau, heute MTU und ZF in Vördershaven, die waren ja quasi vor der Haustür, und habe denen gesagt, ich hab zu Hause eine Drehbank stehen, ich könnte euch Drehteile machen. Und das ging direkt. Ich habe direkt Aufträge bekommen und habe diese 2 Weltfirmen von der ersten Stunde an beliefern können. Also das ist ein Riesenglückfall gewesen. Einmal, dass wir diese etablierte Industrie hier im Bodenseeraum hatten und dass die einem 19-Jährigen einfach diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Heute undenkbar. Bei dem Bürokratismus, den wir heute haben, ist sowas wirklich, da hat sich quasi das Geschäftsvertrauen, das hat sich zurückentwickelt. Heute muss alles bürokratisch gehen, da muss man zertifiziert sein und weiß Teufel noch was alles. Aber eines muss ich natürlich ja trotzdem eine Hürde nehmen, die war vom Gesetzgeber her, war die damals schon vorgeschrieben, nämlich man muss volljährig sein, um ein Geschäft zu tätigen. Und das war ich halt nicht mit 19, sondern das war mir erst mit 21. Also musste ich mit meinem Vater zum Amtsgericht nach Überlingen. Und dort hat mich dann der Richter für volljährig erklärt und somit war ich da auch dann geschäftsfähig. Geschickt, gleich große Kunden, die bis heute auch treu geblieben sind, aber wir wissen auch, dort wo Licht ist, ist auch Schatten und so war es auch für die Automobilbranche, für die Fahrzeugbranche. 2008, die große Krise,
Wie haben Sie die gemeistert auf den Punkt gebracht? Also ich will es nur noch mal unterstreichen, man braucht auch als Unternehmer Riesenglück. Und das hat uns immer wieder auch begleitet. Aber 2008, da war es auch bei uns mit dem Glück zu Ende. Und wir haben fast 2 Jahre lang um das Überleben gekämpft. Und die Verantwortung für das Unternehmen tragen zwischenzeitlich auch meine beiden Söhne, nämlich Christian und Daniel. Und wir haben manche schlaflose Nacht in dieser Zeit gehabt und waren schon darauf eingestellt, dass auch unser Unternehmen diese Krise nicht überstehen könnte. Wir haben dann uns überlegt, was machen wir überhaupt noch als Unternehmer, und sind dann aber zu der Entscheidung gekommen, jawohl, wir bleiben in dieser Branche des Zulieferanten, aber wir verändern die Art der Geschäfte mit unseren Kunden zu machen, mit den Weltunternehmen. Wir haben gesagt, wir wollen für diese nur noch Exklusivlieferant sein. Wir wollen dabei auch noch ein Geld verdienen und wir wollen vor allen Dingen nur noch 1A-Kunden haben, die zu unseren Kunden zählen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Mit dem Verbrennungsmotor wird uns auch Weber Automotive mit Sitz in Markdorf noch lange begleiten. Es war schön, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Ich bedanke mich, war ein angenehmes Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Weber. Liebe Zuschauer, es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann werden wir uns mal einer ganz anderen Branche widmen. Und zwar geht es um Kultur und Tourismus am Bodensee. Genauer gesagt, die Bregenzer Festspiele sind zu Gast. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Risiken sieht jeder anders. Sicherheit auch. Bis zum nächsten Mal bei Chefsache. Dieter Meier, Versicherungsmakler GmbH.